Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play World of Warcraft, Mists of Pandaria. Willkommen zurück, meine Lieben. Wir sind jetzt im Dunkelhain. Ja, gerade eben noch in der Instanz gewesen. Ich werde mal wieder die Stoppuhr anknallen. Und wahrscheinlich wird das hier nur ein kurzes Déjà-vu, Tete-a-Tete, was auch immer, werden. Denn mit 25 können wir nach Stranglethorn. Und ich meine, hallo, Stranglethorn mit 25. Natürlich geht man mit 25 dann instant nach Stranglethorn. Weil Stranglethorn einfach nur geil ist. Und deswegen, wenn... Oh, scheiße. Oh, ich habe vergessen, die Quest vorzulesen. Gerade, das passiert mir irgendwie immer wieder, wenn ich dann anfange aufzunehmen. Tötet 7 Worgen der Nachtheuler im Schattenhain. Es scheint, als würden dunkle Dinge unaufhaltsam in den Dämmerwald gezogen. Meister Treuwein hat sich der Aufgabe verschrien, das Böse und die Ketzerei zu vertreiben. Dank unserer Anstrengungen lebt das Volk von Dunkelhain in Sicherheit. Ihr glaubt, ihr seid würdig, euch unserer Gruppe anzuschließen? Einst dachte ich wie ihr. Die Selbstzufriedenheit der Wache hatte mich meiner Illusion beraubt und so schloss ich mich Meister Treuwein an. Wenn ihr euch beweisen möchtet, so kann dies nicht durch Worte geschehen. Messt eure Fähigkeiten an den Worgen der Nachtheuler im Schattenhain. Wir werden sehen, ob ihr in der Lage seid, es mit diesen Monstern aufzunehmen. Okay. Die Legende von Stalwan. Ich bin hier, weil mein Bruder Stalwan, den ich seit Jahren nicht gesehen habe, mir einen Brief geschickt hat. Als ich hier eintraf, sagte man mir, er sei tot. Die ganze Stadt weigert sich, mir mehr zu erklären. Sie reagieren misstrauisch und ängstlich, wenn ich seinen Namen erwähne. Als ob ich mich nicht selbst so fühlen würde. Ich habe Angst vor dem, was passieren könnte, wenn mein Bruder und mein Frust zunehmen. Bitte helft mir, der Sache auf den Grund zu gehen. Fragt Amtmann Daltrey nach allen Informationen, die er über meinen Bruder besitzt. Ja, natürlich werden wir auf 25 sofort und instant und ohne Umschweife nach Stranglethorn reiten. Hallo. Ihr seid die Hilfe, die wir angefordert haben, Altair seufzt. Da müsst ihr uns wohl genügen. Seid vorsichtig. Die Stadtbewohner werden in erster Linie von den Terrorwolfen bedroht. Sie lauern in den Wäldern um uns herum, die meisten findet man jedoch am Nordufer des Flusses. Sie sind anders als die heutigen Hunde, die ihr aus Elven oder wo auch immer ihr herkommt, gewöhnt seid. Sie sind mannsgroß und zweimal so teuflisch. Wenn ihr den Einwohnern von Dunkelheit wirklich helfen wollt, dann jagt die Wölfe, damit wir auf unseren Straßen endlich wieder sicher sind. 12 Terrorwölfe töten? Ja, okay, das können wir auch tun. Dann gehen wir mal hier rein, der hat noch eine Quest für uns. Und je nachdem, dann schauen wir mal, wie viele Quests wir hiervon noch annehmen und erledigen. Das Licht sei mit euch. Gewürzte Wolfkebabs, die nehmen wir auf jeden Fall. Da gibt es ein Rezept für. Gewürzte Wolfskebab ist eine Spezialität des Hauses. Natürlich kann ich euch einige machen, doch zuerst brauche ich die Zutaten. Bringt mir 5 Wolfskronenfleischsteaks. Die Terrorwölfe nahe dem Fluss nördlich der Stadt lassen sich gut jagen, aber ich würde an eurer Stelle nicht so tief in die Wälder vordringen. Das Licht segne euch. Und Schwester Krebsküchlein. Ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Schwärzliche Krebsküchlein werden in Wirklichkeit aus Spinnenfleisch gemacht. Ist ein bisschen eklig, aber die Küchlein haben einen würzigen Beigeschmack und eignen sich gut als Zwischenmahlzeit. Aber wenn ihr immer noch welche probieren möchtet, muss ich leider gestehen, dass ich kein Fleisch mehr habe. Ich brauche ein paar Fleischklumpen, dann kann ich die Küchlein backen. Jagt am besten Giftweberspinnen. Sie nisten im Norden zwischen dem Vorgebirge und dem Fluss. Das können wir auch machen, da gibt es nämlich auch ein Rezept für. Die Rezeptquests sind natürlich selbstverständlich. Denn wer ein guter Meisterkoch werden will, der sollte sich natürlich auch darum bemühen, ein ordentliches Kontingent an Rezepten zu haben. Hallo. Kann ich euch helfen? Ihr wollt etwas über Stalwan wissen? Ihr seid nicht die Erste, wisst ihr das? Fremde kommen ab und zu hier durch und fragen nach ihm. Immer nur Fremde. Alle, die hier leben, wissen es besser. Wie dem auch sei, ihr habt Pech. Die Hälfte meiner Archive ist weg. Wilde Worgen sind vor ein paar Nächten ins Rathaus eingebrochen und haben alles in Stücke gerissen. Die Dokumente, nach denen ihr sucht, sind mittlerweile wahrscheinlich in ganz Schattenhain verstreut. Tief in den Wäldern im Westen sind die Suche nicht wert, wenn ihr mich fragt. Findet das Bündel zerrissener Briefe in Schattenhain. Mögen eure Reisen sicher sein. Okay, aber zuerst reiten wir nach oben. Also irgendwie muss ich doch mein Gamma umstellen können. Das ist doch, da kriege ich doch gerade hier voll den Rappel, wenn ich da hier rauf gucke. Kriege ich da voll den Rappel. Hier ist nichts von Gamma. Hier ist gar nichts von Gamma. Erweitert. UI-Skalierung? Nee, auch nicht. Ach, komisch. Ist ja überhaupt nichts von Gamma. Gibt es überhaupt Gamma-Einstellung?
Das Blöde ist, dass es ja eigentlich gar nicht schlimm ist, so wie es gerade aussieht, sondern es liegt einfach daran, dass es draußen so komisch das Licht reinfällt, gerade in meine, in mein Zimmer. Na, egal. Gehen wir erstmal weiter. Sollte sich irgendwann bestimmt klären. Und solange man es sehen kann, wenn bei euch nicht gerade Licht ins Zimmer hineinfällt, dann ist das auch in Ordnung. So, ich werde mal nach Norden rum über die Küste in den Wald rennen, weil wir hier dann die ganzen Tiere erledigen können. Hier im Westen dann. So. Eigentlich allein durch den Buff sind wir fast dazu verpflichtet, fast jeden Tag so eine schöne Runde zu spielen. Ach, nicht doch. So. Ich kann das noch nicht tun. Was? Wir konnten ihn jetzt schon sofort killen? Was ist denn da los? Ach, wir haben schon unser stärkendes Gebäude bekommen. Das ist ein kleiner Self-Buff. Ist im Endeffekt wie, ich glaube, Schildhaltung, diese Schildparadehaltung da. So in etwa muss man sich das vorstellen. Steht hier auch. Lässt eure Haut zu Stein werden. Erhöht eure Geschwindigkeit um 20% und verringert euren erlittenen Schaden um 20%. Ein sehr netter Escape-Skill. Auf jeden Fall. So. Aber darum geht's ja jetzt nicht. Wir wollen ja ein paar Spinnen haben. Zack. Stufe 19 sind die. Und dann noch so blöd verteilt. Aber egal. Wahrscheinlich werden wir jetzt hier erst ein bisschen rumrennen müssen, bevor wir den ganzen Quatsch haben. Aber dann sind wir immerhin... Danach müssten wir eigentlich die Stufe 25 erreichen. Und das wäre dann so der Punkt, wo wir nach Stranglethorn können. So. Spinni, 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 wo seid ihr? Das ist ein Stinktier. So. Zack. Na, die hat nichts bei gehabt. Vielleicht die da hinten. So. Jetzt brauche ich gerade auch nicht den Sofort-Kill. Sowieso gleich tot. Da ist noch eine Spinne. Also die Wälder sind aber auch merkwürdig. So weitläufig. Vor allem fällt es echt schwer, sich in dem Wald hier zu orientieren. Also es gibt ja echt Wälder, wo du, also gerade in WoW, wo es dir nicht so schwer fällt, dich zu orientieren. Und wenn ich meine Maus nicht immer so scheiße bewegen würde. Aber hier, in dem Wald... Was machen die denn da? Kämpfen die jetzt gegeneinander? Um den Wolf, der da noch liegt, oder was? Verrückte Viecher. Okay, laufen wir mal hier voll rein und suchen uns das Büschel. Du bist mir sowieso egal. Stufe 22, dass ich nicht lache. Na, kommt halt her. Hm? Kommt doch her. Ich mach euch voll fertig. Toll. Ach, da ist noch ein Panda. Panda-Mönch. So. Auf einer Katze. Also jemand, der einen Nachtelf spielt. Bah. Ich mag keine Nachtelfen. Irgendwie mögen viele keine Nachtelfen. Ich mag aber auch keine Blutelfen. Von daher. Ich mag eigentlich gar keine Elfen. Fing wahrscheinlich so mit der Legolas-Zeit an. So. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte und ich krieg zwei Insta-Kills. So sieht's mal aus. Und überall so ein paar tote Wölfe. Ach Gott. Ich mit meiner Maus. Also, dass das Licht hier so ekelhaft reinscheint, das ist wirklich gerade nervig. So, dafür muss jetzt instant sterben. Ist jetzt auch drauf.
Okay, dann brauchen wir eigentlich nur noch ein paar Wölfchen. Ein paar schöne Wölfchen. Wölfchen und Spinnies. Die Unterlagen haben wir ja mittlerweile auch schon. Die zerfledderten Briefe. Trink nochmal einen Schluck hier. So, hier sollte eigentlich noch Spinnengebiet sein. Ach, naja, toll. Pandarenjäger. Jägerin. Irgendwie müssen sie jetzt alle Panda spielen. Ich meine, ja klar, ist normal eigentlich. Wen wundert's? Da kommt eine neue Rasse raus, dann will man die auch spielen. Wobei ich mir nicht extra für eine Rasse einen neuen... Oder? Weiß ich gar nicht, ob ich mir extra für eine Rasse einen neuen Char machen würde. Also ich habe es bisher noch nie gemacht. Der Panda ist jetzt mein erster Charakter, wo ich wirklich... Also ich habe die Charaktere, die neuen Klassen, die neuen Rassen immer angespielt. Das habe ich schon gemacht. Aber ich habe nie jetzt extra unbedingt für... nur wegen der Rasse einen Charakter auf 80 hochgezogen oder auf Maximalstufe, sag ich mal. Das habe ich eigentlich nie gemacht. Ich habe auch noch keinen Charakter auf Stufe, ja, auf Maximalstufe der neuen Rassen bisher. Der Mönch wird dann tatsächlich mein erster, wenn wir den auf 80 gespielt, auf 90 gespielt haben. Dann wird der Panda tatsächlich mein erster Charakter einer der neueren Rassen. Also ich habe, doch, ich habe einen Drenai, aber den Drenai habe ich nur, weil ich meinen Troll damals getranzt habe. Das war ein weiblicher Trollschamane. Und mir die anderen alle nicht gefallen haben. Und ich jetzt auch nicht auf einen männlichen Charakter umschwanken wollte. Ich finde, ganz ehrlich, die ganze Ästhetik von den weiblichen Charakteren und das ganze Animationsset finde ich viel besser. Also egal bei welcher Rasse, gefällt es mir viel besser. Sieht einfach cooler aus. So gesehen. Irgendwie. Also die männlichen Pandas, die sind zwar auch ganz cool, aber hier finde ich auch schon wieder die weiblichen einfach hübscher. Die gefallen mir einfach wieder besser. Das ist öfter so. So. Ja, aber auf jeden Fall, ansonsten, wie gesagt, außer meinem Drenai-Schaman, habe ich keinen, der irgendwie auf Maximalstufe ist, der neueren Rassen. Und mein Drenai-Schaman kann man nur bedingt zählen, weil, ja, er halt getranzt wurde und nicht hochgespielt wurde. Und das weit nachdem er... Nachdem die Trainer draußen waren. Das war irgendwann zu Kataklysm, als ich den von Horde zu Ali getranzt habe. Lang, lang ist's her. Ist, glaube ich, auch der Charakter mit den meisten Transfers. Mein Schamane ist mir immer treu ergeben gewesen. Den habe ich immer gespielt, habe ich immer mitgenommen. Andere Charaktere habe ich dann vielleicht liegen lassen oder so. Aber mein Schamane habe ich immer auf neue Server mitgenommen. Der ist auf Frostmourne, ist der gewachsen. Dann habe ich ihn irgendwann auf Ereda getranzt und habe den auch umgetranzt zu einem Ali. Und jetzt habe ich den von Ereda auch hier nach Proudmoor getranzt. Ja, ja. Und dann auch noch auf einem anderen Account. Ich habe mir nämlich einen neuen Account gemacht mit Cataclysm. Was eigentlich überhaupt kein... Also ist der gleiche Battle.net-Account, aber... Ja. Weil wahrscheinlich meine Freundin auch wieder anfängt. Die benutzt dann meinen alten Account. Und, ja, von daher. Schon lustig. Der ist schon weit gereist, mein Schamane. So, eigentlich brauchen wir nur noch Spinnen. Eigentlich brauchen wir nur noch Spinnen. Sind wir mit den Wölfen auch fertig? Ha, ist natürlich unlustig, dass hier jetzt auf einmal drei Pandaren unterwegs sind. Im Startgebiet hattest du da eigentlich wenig. Ich bin ja noch in der Gruppe. Zack. Komisch. Dabei war ich gar nicht mehr in der Instanz. So, Spinnies.
Papa, brauche euer Fleisch. Ich will ein neues Rezept lernen. Ja, die liegen ja alle schon tot rum, weil hier noch zwei andere unterwegs sind. Uncool. Das ist voll uncool. Hier gibt es keine Spinnen mehr. Sie sind alle entfernt. Alle tot schon. Das ist eine Spinne. Spinny! Mega Crit Spinny. Und da hinten ist noch eine. Ich sehe sie ganz genau. Das sind sogar zwei. Hoffentlich kommt jetzt keiner und klaut mir meine Spinnis. Muss ich die andere Spinne einfach gleich mit purer Schwäche töten? Scheiße, die hat nicht mal was gedroppt. Komm her, Spinny! Zack. So meinte ich das. Insta-Kill. Verdammt, ey, dass sie jetzt nichts gedroppt hat, die gerade eben, das war schmerzhaft. Jetzt müssen wir wieder neue Spinnen suchen. Ach, diese Spinnensuche immer. Statt man einfach irgendwo einen Stein hochhebt und da krabbeln dann fünf hervor, das wäre doch ganz, ganz simpel einfach. Das wäre doch so, es könnte doch so einfach sein. Aber nein. Ist da eine Spinne? Ja, da ist eine Spinne. Ich sehe gerade schwer. Eine mit etwas Bier betankte Spinne. So. Oh, come on. Gutes Spinnenbein können wir auch verbraten, aber... Wir wollen es doch nicht verbraten, das Spinnbein. Wir wollen doch nur die Krebsküchlein machen. Eine verdammte Spinne noch. Hier muss doch irgendwo noch eine Spinne sein. Mensch, Mönch. Gibt doch viele, die Menschen als Mönch spielen, ne? Da. Wie er meine Spinne klauen wollte. Ich hab ihn genau hinter mir gehört. Aber das ist jetzt meine Spinne hier. Oh, sie hat das letzte Küchlein. Gott sei Dank. Das letzte Küchlein. Ich bin ja froh. Ist dann die Frage, ob wir gleich nach Schlingdorntal düsen. Oder ob wir hier noch eine Quest machen. Ich wäre eher für Schlingdorntal, muss ich ganz ehrlich sagen. Es geht da dann einfach wieder einen Ticken schneller. Ich meine, die sind jetzt hier schon wieder grün, die Quests. Die sind schon wieder grün. Geht halt verdammt schnell, ne? Also durch das Levelzeug in der Gilde und dann noch die 50% Bonus. Man stelle sich mal vor, ich hätte jetzt noch Level-Gear. Das wäre mal voll extrem. Da kriegt man da, glaube ich, auch um die 30% zusammen. So. Ja, toll, stell dich direkt davor, du Blöde. Kann ich euch helfen? Denk nicht, das sei so leicht gewesen. Tiefer in den Wäldern lauern weit größere Gefahren. Die Brust nehmen wir auf jeden Fall mit. Auf jeden Fall nehmen wir die. Schönen Tag auch. Die können wir gleich anlegen. Was hat sie sonst noch für eine Quest? Die Nachtwache? Der Einsiedler? Nee, ich werde ihn mal erstmal nicht annehmen. Hallo? Ernsthaft, meine Dame? Ich will keinen Ärger. Beim Licht. Ihr habt sie tatsächlich geholt. Ich bin schockiert. Ich sollte mich wohl bei euch dafür bedanken, dass ihr sie in die Archive zurückgebracht habt. Ein Umhang. Und immer noch ein hässlicher Umhang. Oder ziemlich gute Lederhandschuhe. Also ziemlich gute, wie gut halt auch das sein kann für Stufe Grün. Feature freigeschaltet. Glyphen. Ach, auf Stufe 30 kriegen wir hier erst wieder was. Ich glaube, die Chi-Welle ist da echt ganz gut. Aber mal gucken. So, wir haben noch zwei. Und Küchenchef Gold. Hallo, hallo. Willkommen in meiner Küche, gnädige Frau. Hier werden all die köstlichen Delikatessen der Taverne zum roten Rahmen zubereitet. Ah, riecht nur das wunderbare Aroma. Gewürzt sowas, Kebabs. Habt ihr schon 5 Wolfskronenfleischsteaks gefunden?
Braucht man dafür echt Wolfskronensteaks? Nee, mager Wolfflanke. Das Kronenfleisch ist der beste Teil. Allerdings ist es nicht sehr effizient, damit zu kochen. Hier nimmt dieses Rezept. Es unterscheidet sich ein wenig von dem anderen. Aber Flankenfleisch ist viel leichter zu bekommen, wenn ihr dringend eine Mahlzeit benötigt. Dankeschön. Seid gegrüßt, Ryoka. Habt ihr die Fleischklumpen für mich? Ah ja. Da habt ihr ein paar nette Klumpen eingesammelt. So, jetzt muss ich die nur noch mit meiner hochgeheimen Gewürzmischung würzen, wie ihr schaut, und sie dann noch ein bisschen in der Pfanne braten. Die schwärzlichen Krebsküchlein sind meine Spezialität, deswegen verrate ich das Rezept nicht. Aber hier habt ihr das Rezept für ein Gericht, das fast genauso gut schmeckt. Aha. Seid vorsichtig. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da haben wir die beiden Rezepte auf jeden Fall noch bekommen. Habt ihr was Bestimmtes? So, das Spinnenbein, das behalte ich, weil das können wir nämlich gleich noch verkochen. Jetzt haben wir gleich schon wieder Spinnenbein verkauft, aus Versehen. Warum stacken die denn nicht? Können immer nur vier stacken, oder was? Das sind doch beides klebrige Spinnenbeine. Ah, nee, kleine Spinnenbein und klebrige Spinnenbein. Und knusprige Spinnenbein. Was man nicht alles aus Spinnen rausholen kann, ist ja der Wahnsinn. Das schmeißen wir weg. Bufffood können wir immer behalten. Wobei ich das ja dann jetzt hier hinten reinpacken kann. Dann kann ich das eigentlich verkaufen. Das brauchen wir dann nicht mehr. Genauso wie das hier. Na nee, gut, das können wir noch behalten. Okay. Das sind die Rezepte. Das kann auch weg. Auf dann. Schauen wir doch mal, dass wir schnell noch was wegkochen hier. Und zwar die kleinen Spinnenbeine. Oder wann brauchen wir die hierfür? Spinnenkuchen. Lehrt euch, wie man einen klebrigen Spinnenkuchen zubereitet. Klebrige Spinnenbeine, nee. Klebrige Spinnenbeine braucht man dafür. Keine kleinen. Mensch, wie sollen wir denn hier nur fertig kochen, wenn wir hier so lange dafür brauchen? Dass man hier mal endlich mal was findet. Kochen zu skillen ist echt gar nicht so einfach. Muss man einfach mal sagen. Dann gehen wir mal zu Kaldor und dann, ich würde sagen, wir reiten schon mal nach Stranglethorn. Was kann ich für euch tun? Ich bin beeindruckt, Ryoka. Es scheint, als wärt ihr durchaus fähig, euch im Kampf zu behaupten. Vielleicht können wir ja eine Aufgabe für euch finden, die jemand mit euren Fähigkeiten etwas mehr herausfordert. Nein, wir töten jetzt keine Schattenwirker. Wir werden jetzt nach Stranglethorn fliegen, eventuell sogar schon, wenn wir den Punkt haben. Ich weiß nicht, irgendwie haben wir schon ordentlich Punkte bekommen, Flugpunkte. Wir mussten jetzt gar nicht reiten. Ist ja alles vereinfacht worden hier. Na, siehst du, man konnte schon zum Rebellenlager fliegen. Ich frage mich, warum sie das gemacht haben, dass man gleich alle Punkte zur Verfügung hat. Zeitersparnis vielleicht? Es ist natürlich nicht mehr ganz so charmant, wenn man direkt dahin fliegt, als wenn man da dann hinlaufen würde. Aber praktisch ist es auf jeden Fall und fürs LP nehme ich es natürlich gerne an, weil wir jetzt nicht so ewig weit mal latschen müssen, sondern direkt hinfliegen können. Ich weiß aber auch nicht, ob es ein Sonderfall bei den Pandaren ist oder ob das bei allen so ist. Jetzt habe ich hier gekleckert, mein Kaffee. Trinken muss echt gelernt sein, irgendwie. Entweder werde ich altersschwach oder keine Ahnung. Naja. So, Bruder Nimetz. Hallo, mein Bruder. Ich habe den Verdacht, dass Kurzensmedizinmänner nicht nur Medizin verteilen. Kurzen benötigt etwas, um aufkeimenden Ungehorsam zu ersticken. Ein Elixier getarnt als Medizin wäre sehr gut dafür geeignet. Wir brauchen diese Arzneien für unsere Studien. Durchsuch Kurzens Truppenlager im Südosten. Seine Medizinmänner und Dschungelkämpfer sollten die Heilmittel bei sich tragen. Wir bekommen dafür eine Kordel, die wir nicht brauchen, aber naja, zumindest bringt die Quest hier bringt zum Beispiel schon mal wieder 500 EP mehr. Grüße. Obwohl sie auch gelb sind, ja? Hallo Mensch, wir sind Soldaten aus Sturmwind und haben in Kurzens Truppenlager rebelliert. Der große Außenposten liegt südöstlich von hier. Wir standen unter dem Kommando von Colonel Kurzen, bis er und seine Vertrauten begannen, den Verstand zu verlieren. Wir lehnten uns auf, errichteten hier unser Lager und wehrten uns gegen Kurzen. Nun habe ich von meinen Kontakten erfahren, dass Kurzen verschwunden ist. Ich traue dieser Quelle, aber ich möchte das noch einmal von einem Außenstehenden hören. Bitte begebt euch in das Lager und sucht nach Belegen für sein Schicksal. Das Licht segne euch. Alles klar, das machen wir.
Ja, jetzt übrigens das erste umkämpfte Gebiet als Allianzler. Also das erste wirkliche Gebiet, wo man auf die andere Fraktion treffen könnte. Wir spielen auf einem PvE-Server, das bedeutet, Ganks werden uns hier wohl nicht passieren. Na sage mal, du blöder Panther. Aber ja, wer kennt sie nicht? Die epischen Gefechte, die man früher hatte, als man in Stranglethorn anfing zu questen. Die Geißel, die Ningelungen von Fragezeichlern. Da habe ich eine Zinnader vergessen, die hole ich mir noch ab. Sag mal, jetzt ist aber mal gut hier. Ich krieg ja wohl eine Meise. Was ist denn hier? Er spinnt ja wohl. Kann ja nicht wahr sein. Weißt du, willst hier in Ruhe langreiten und bist von so ein paar Viechern hier belästigt. Mann, ey. Oh, geil. Das hat sich aber gelohnt. Eine Wächterklinge. Schade, dass die Dinger so wertlos geworden sind, seitdem es die Erbstücke gibt. Ich muss auch ehrlich sagen, die Erbstücke sind mit eines der schlechtesten oder der blödesten Entscheidungen, die Blizzard getroffen hat. Die haben halt echt eine ganze Economy dadurch kaputt gemacht. Also auch für die 19er, für die Stufe 19 BGler. Da waren die Stufe 19 Waffen echt früher viel wert. Wobei man dann natürlich wieder argumentieren kann, naja, eigentlich haben sie es nicht kaputt gemacht, eigentlich haben sie es wieder richtig gestellt. Ich meine, dass Stufe 19 Waffen so extrem viel wert sind, das ist schon merkwürdig gewesen. Also im Auktionshaus zumindest. Autsch. Ich trinke mal kurz einen Schluck Wasser. Aber ich meine, gestört hat es mich jetzt nicht. Ich weiß noch nicht, mit den Erbstücken, die haben immer so einen faden Nachgeschmack, finde ich. Finde ich komisch. Also du spielst einen Twink hoch, aber eigentlich gar nicht wirklich wie ein Twink, sondern du hast halt echt schon einen Großteil des Equips brauchst du gar nicht mehr. Bedeutet, du musst dich gar nicht mehr wirklich darum kümmern, was du kriegst oder so. Hat halt Vor- und Nachteile. Ich habe sie bisher nur einmal genutzt. Für meinen Jäger habe ich sie benutzt damals. Ansonsten habe ich sie meistens ja gar nicht die Lust gehabt dafür, diese Marken auszugeben oder die Marken zu farmen. So. Aber hier ist noch eine Zinnader, die wir mitnehmen. Perfekt. So. Kurz ins Truppenlager. Brauchen wir denn irgendwas von denen? Ja, wir brauchen Dschungelfieber-Essenz. Arzneien. Dann werde ich mir mal hier ein paar Leute zusammentrommeln. Zack. So. Damit müsstet ihr jetzt auch langsam mal drauf gehen. Ja, perfekt. Nur eine Arznei? So ein schlechter Scherz. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Mit nur einer Arznei. So. Eine Arznei. Die haben gar keine Arznei. Dafür schlucke ich jetzt einen Heiltrank. So. Die haben wir auch. Dann brauchen wir nur noch Arzneien. Nur noch ein paar Arzneien brauchen wir jetzt. Aber die haben echt, die könnten lange dauern. Zumindest haben sie früher immer mit am längsten gedauert. So, die zweite Arznei. Ist da im Haus irgendwas drin? Nee, sieht nicht danach aus. Lass mal gucken, wo wir hier ordentlich ein paar Ansammlungen von Truppen finden. Da, bei der Mühle. Ah, davor sollte ich mir was zu essen reinpfeifen. So wirklich was Normales? Haben wir gar nicht mehr. Ein Käfer! Muss ich mir das noch reinballern?
Vielleicht sollten wir uns etwas Normales zu essen mal besorgen. So 25er Food, womit wir schnell geheilt werden. Machen wir auf jeden Fall mal beim nächsten Ausflug, würde ich sagen. Bei der nächsten Rückkehr zum Camp. So. Jetzt auf jeden Fall 5. Ich hätte auch gelacht, wenn wir die nicht down kriegen. Na komm schon. Zack. Na komm schon. Perfekt. Keine einzige Dschungelarznei. Du willst mich doch messen. Keine einzige Dschungelarznei. Es waren 4 Gegner. Ich erinnere mich an die Quest. Das ist eine Jungechse. Verdammt, ich glaube, bis zum nächsten Mal sollten wir mal Wildtiertraining lernen. Dann können wir zumindest noch, falls wir ein seltenes Tier begegnen, das einfangen. Wäre vielleicht ganz praktisch. Du doofes Ding. Gib mir eine Dschungelarznei. Und am besten gibst du mir jetzt 5 oder so. Dafür, dass ich gerade so viele von deinen Kollegen umgehauen habe. Nicht genug Energie. Euer Ziel kann Ziel von Bewohnern des Todes sein. Ob man das wohl auch im PvP benutzen kann? Nur gegen Kreaturen einsetzbar, die gleich viel Gesundheit wie ihr oder weniger haben. Schade. Ist ja gar nicht so stark, wie ich dachte. Aber gegen die ist es nutzbar. Ich schluck jetzt einfach die Heiltränke. Na hier. Zack. Na komm schon. Ich will doch nur ein bisschen Arznei für meine Freunde im Rebellenlager. Hier sind ja glatt nochmal 2. Da kommt schon. Da kommt schon. Hier. Und hier. Zack. Er wollte sich tatsächlich heilen. Noch eine Dschungelarznei. Hier oben ist keiner weiter. Ist ein Käfig. Da ist niemand drin. Ein leerer Käfig. Was mag das zu bedeuten haben? Jo, was geht? Ich dachte gerade, da wäre irgendwie so ein Riesenmount. Das sah mir gerade danach aus. Ja, komm. Bitteschön. Wiedersehen. Es war mal wieder schön. Ah, die Heiltränke sind auch schon wieder komplett leer. Nein, die können wir auch noch aufbrauchen. Schade, dass wir keine zweihändigen Schwerter tragen können. Gut, wäre ein bisschen komisch als Monk, aber trotzdem. Schade. Das hält immer noch auf. 1, 2, 3 und gute Nacht. Und keine Arznei. Keine Arznei. Ich kann das noch nicht tun. So, dafür musst du sterben. Du hast jetzt hoffentlich eine Arznei bei. Ja, trinkt doch nicht immer schon eure Arzneien. Kein Wunder, dass ihr die nicht bei habt. Wenn ihr die immer schon aussauft. Eine noch. Eine Arznei noch. Alle hopp. Alle hopp. So. Ach, verdammt. So, mal schauen. Da ist auf jeden Fall noch einer. Da ist so ein Dreierlager, da müssen die ja gleich respawnen. Ne, ein Zweierlager war das genau. So. Zack. Wie lange? 3 Minuten Abklingzeit hat das. Oh, die letzte Arznei. Yay! Freigeschaltet. Bringt das
Als ihr die Sachen des Soldaten durchsucht, bemerkt ihr ein frisch geborenes weibliches Raptorjunges, das zu euch aufsieht. Ist es kurzens Milizsoldaten die ganze Zeit über gefolgt? Ihr seht, wie es euch mustert. Oh, die Quest ist weg. Ihr seht, wie es euch mustert, sich euer Gesicht einprägt und eure Bewegungen beobachtet. Der Schmetterschwanzjunges geht eine Bindung mit euch ein. Vielleicht weiß jemand im Rebellenlager etwas, mit einem Raptorjungen anzufangen. Okay, ab zum Rebellenlager. Und das war dann auch eine überaus lange Folge diesmal. Ups, wo bist du? Da bist du. Ja, fast 40 Minuten werden das dann wahrscheinlich. Wahrscheinlich sein, eventuell sogar ein bisschen mehr, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe das nämlich ein bisschen im Nachhinein dann gestartet, die Stoppuhr. Auf jeden Fall werden wir uns die Erze hier noch mitkrallen. Ich meine, sowas können wir nicht einfach liegen lassen. Das ist ja wohl selbstredend. Hier unten ist auch noch was, noch eine Zinnader. Die nehmen wir auch noch mit. Ah, Wolfi, Pantherchen. Immer diese Panther. Ja, ja, komm, zack, hier. So. Zinn alle nehmen wir mit. Wie viel Zinn haben wir denn jetzt schon? Können wir mal was sortieren? Vielleicht finden wir was Schönes. Ein Mosachat. Ich glaube wirklich, viel Bronze brauchen wir nicht mehr. Beim Juwelenschleifen. Da haben wir noch Silberbarren. Schattenedelsteine. Ja, Perlen, aber ich meine, wir haben wirklich viele Bronzebarren jetzt gerade. Bronzefassungen. Uns schon gebastelt. Und wir haben auch noch ein paar Bronzebarren, glaube ich. 4 oder so, oder 10? Also auf jeden Fall haben wir noch ein bisschen Vorrat. An Materialien. Leichte Staffelung. Der kann uns doch egal sein. Wir gehen jetzt hier Quests abgeben. Bruder Nimetz. In meiner Freizeit beschäftige ich mich ein wenig mit Alchemie. Gut gemacht, Ryuka. Dann wollen wir mal sehen, was in diesem Elixier steckt. Beides nicht so prall. Wir können Händlerpreis 1990 das hier verkaufen. Bruder Nimetz analysiert die Proben, die ihr eben gegeben habt. Das ist nur Basiliskenblut. Nein, es besteht größtenteils aus Basiliskenblut. Sie haben jedoch etwas hinzugefügt. Für einen vernünftigen Vergleich brauche ich eine Kontrollprobe. Wahrscheinlich stammt das Blut vom Kristallrückenbasilisken, die östlich des Truppenlagers vorkommen. Bringt mir einige reine Proben, dann kriege ich schon heraus, was in dem Elixier ist. Mögen eure Reisen sicher sein. Machen wir. Ich trinke nochmal einen Schluck. So, Korporal Zettmann. Zettmann. Ja, die Kleine scheint euch zu mögen. Ihr habt Glück. In diesem Alter sind Raptoren ruhig, friedlich und leicht auszubilden. Behaltet sie, Ryuka. Sie könnte euch noch von Nutzen sein. Um genau zu sein. Euer junges Raptorweibchen scheint hungrig zu sein. Wenn ihr sie behalten wollt, solltet ihr vielleicht etwas zu fressen für sie finden. Die Schmetterschwänze greifen häufig die Basilisken des Schlingdorntals an. Man findet sie im Osten hinter Kurzens Truppenlager. Wahrscheinlich ist sie noch nicht stark genug, um allein auf die Jagd zu gehen. Aber ich bin mir sicher, dass sie frisches Basiliskenfleisch fressen wird. Okay, tötet Kristallrückenbasilisken im nördlichen Schlingdorntal und lasst euren Schmetterschwanz 40 Bissen des Fleisches fressen. Müssen wir ihn füttern? Oh. Und Leutnant Doran, habt ihr etwas entdeckt, Ryuka? Sie haben ihn umgebracht? Dabei dachte ich die ganze Zeit, er würde mit eiserner Hand über sie herrschen. Oh Gott, haben wir wieder viel bekommen. Schutz und Schadensumleitung. Ach, lese ich gleich vor. Kurzens Tod ist eine Erleichterung, aber interessanter und momentan wesentlicher ist, dass ein Zeichen dafür sein könnte, dass dies ein Zeichen dafür sein könnte, dass es potenzielle Verbündete im Lager gibt. Mich interessiert nicht, was in dem Gefängnisregister steht. Ich weiß genau, weshalb die drei eingesperrt wurden, weil sie sich weigerten, Befehle zu befolgen. Der Wahnsinn muss sie verschont haben, so wie meine Rebellenkameraden hier. Sie wurden eingesperrt, weil sie aufbegehrten. Findet sie, Ryuka, findet sie und schickt sie hierher. Rettet Beren Brennfelder, Almarine Yunus und Osborn Wildricus aus Kurzens Truppenlager. Eine neue Quest haben wir bekommen. Von Corporal Caleb. Meistens bin ich es, der hier im Lager kocht. Und das war auch immer ganz schön, viel Arbeit. Bis ich von einem Goblinhändler in Beutebucht einen mechanischen Kochtopf gekauft habe.
Der Topf ist einfach unglaublich. Er hat mir unzählige Stunden Arbeit erspart. Bis er kaputt gegangen ist. Könnt ihr den Topf dem Goblin zurückbringen, damit er ihn mir repariert? Der Händler heißt Kratzek. Das letzte, was ich gehört habe, war, dass er bei Nessing Valleys Unterschlupf gefunden hat. Im Jägerlager im Süden. Bringt Kratzeks Topf, Spezialtopf zu Kratzek. So, meine Lieben, wir haben zwei neue Angriffe, Zauber, Skills bekommen. Einmal Schutz. Ihr schützt euch vor zukünftigen Angriffen und habt so 30 Sekunden lang und 1026 Schaden. Erhöht sämtliche Heilung, die ihr auf euch selbst wirkt, während Schutz aktiv ist um 30%. Das ist sehr geil. Und Schadensumleitung. Haltet euch selbst sofort um 159 bis 193 und fügt einem Gegner innerhalb von 10 Metern 50% der Heilmenge als Schaden zu. Erzeugt ein Chi. Das ist noch viel geiler. Jetzt ist die Frage, wo packen wir das hin? Den Blackout-Tritt, den brauche ich da gar nicht mehr eigentlich. Das Rollen, das Debuffen, Rührung des Todes können wir rein theoretisch hier unten hinpacken. Das brauche ich noch. Schutz und Chi. Ah, wir lassen das erstmal so. Also das ist ein Energieangriff und das ist ein Chi-Angriff. Gut, das war es dann auch von dieser Folge. Also über 40 Minuten sind wir jetzt. Eine richtig große Folge ist das geworden. Aber wir haben auch einiges geschafft. Stufe 26 sind wir jetzt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was und bleibt mir gewogen. Das war euer Rio mit World of Warcraft. Bis dann, ciao.